Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Diesmal Digimon All-Star Rumble auf der PlayStation 3. Ich habe Digimon damals schon auf der PlayStation 1 verschlungen. Ich fand das sehr geil. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt passend, weil das ist jetzt neu auf den Markt gekommen. Und passend zum Einstand der neuen Serie, die jetzt auf ProSieben Max startet, habe ich gedacht, Mensch, das würde euch vielleicht interessieren. Mich jedenfalls interessiert das sehr. Und da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt mal in Videoform umsetzen. Wir werden das jetzt, ich werde jetzt hier gleich einen Cut machen, weil ich nehme auf der PlayStation 3 auf und da kann ich nicht vom Menü einfach ins Spiel switchen. Ich wollte euch aber das Bild hier gerne zeigen. Und ja, dann werde ich gleich einen Cut machen und dann werden wir das spielen. Ich weiß nicht, so Stunde, anderthalb Stunde habe ich mir so in etwa vorgenommen. Müssen wir mal gucken. Und hier seht ihr jetzt auf dem Bild eigentlich aus allen Staffeln, die bis jetzt kamen. Einige erkenne ich nicht. Aber sonst, ich erkenne fast alle. Wo waren der, den ich nicht kenne? Der rote mit den, rechts der rote mit den grünen Kopfhörern. Den kenne ich nicht. Sonst kenne ich eigentlich alle. Na gut, der hinten, der graue, der sagt mir jetzt vielleicht gerade auf Anhieb nichts. Aber sonst kenne ich, und der silberne ganz links, neben den gelben. Aber sonst kenne ich alle. Ich bin da mal echt megamäßig gespannt, ob es so ist wie auf der PlayStation 1, wo man sich da denn vom Ei anfängt und dann gegenseitig so richtig schön hochleveln muss. Ich mache jetzt aber erstmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich im Spiel. So. Und da sind wir schon im Spiel. Er ladet jetzt gerade die Trophäen. Das kann halt kurzzeitig was dauern. Ich bin so gespannt. Das ist das erste Digimon-Spiel seit Jahren. Auf der PS3 gab es meines Erachtens nach kein Digimon-Spiel bis jetzt. Digimon All-Star Rumble! Auf der PlayStation 2 weiß ich es gar nicht. Oh. Welcher ich bin. Ich bin ja nicht da, oder was? Ist das jetzt nur der Einstieg, oder was ist das? Das ist nur der Einstieg, okay. Digimon All-Star Rumble! Erstelle Speicherdaten. Wollen wir machen. Also war nur ein Video, war das nur, aha. Story haben wir, Kampf haben wir, Training haben wir, Sammlung haben wir, Optionen. Steuerung ist mir egal, Sound. Effekt, Sprache lassen wir hoch. Ah, jetzt hat er gespeichert. Sprache lassen wir auf Deutsch. Kampfanzeige. Groß. Klein. Wir lassen mal groß. Statistik. Habe ich natürlich noch keine. Ist ja klar. Steuerung will ich jetzt ja nicht wissen. Ich will aber die Story. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall Story, weil... Gegen... Training können wir auch machen, aber ich würde jetzt erstmal Story. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Der Drache war cool. Den kenne ich nicht. Den kenne ich auch nicht. Die Bienen kenne ich. Hier fangen wir mit Agumon fangen wir mal an. Let's go!
So, das sind ja die ultimativen Formen, ja, stimmt. Okay. Digiturnier. Also hat es nicht so wirklich eine Story, ist eher ein gegeneinander kämpfen. Teilnahme bestätigt, okay. Ist doch ein Level. Oh, ist aber schön gemacht. So, ich kämpfe hier gegen verschiedene, aber halt so. Alles Glück, okay, gut. Was ist? Okay. Okay. Okay, weg springst du. Jetzt kommt Gegner. Okay. Okay. Vier Kreis und Dreieck. Eine Kiste. Ah, beinahe war verpasst. Da ist auch noch eine Kiste. Da war ich ja gar nicht. Ich muss noch mal zurückgehen, nicht dass hier irgendwo noch was ist. Ach so, hier komme ich gar nicht mehr zu. Hier komme ich gar nicht lang. Okay, also muss ich erst hoch und dann kann ich wieder zurück, so wie es aussieht. Viereck, okay. Die Grafik sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Ah, hier kann ich speichern. Lass uns kämpfen, okay. Ja, ich will gegen dieses Digimon kämpfen. Ich finde die Musik auch geil. Achso, der hat sich was genommen. Okay. Achso, der kommt dann erst wieder. Okay. Wow. Fire blast!
die Drecksau. Wie kann ich mich verwandeln? Oh, jetzt habe ich mich verwandelt. Ich hab besiegt, aber ich hab besiegt. Boah. Boah, Energie, Bro, definitiv, ey. Scheiße. Ich hält jetzt schön auf Abstand. Wow, jetzt hat der sich verwandelt. Wow, was hat der? Wow. Hab ich das geschafft? Ich hab's geschafft. Warum verwandelt der sich gleich zur ultimativen Form? Der hätte eigentlich eine andere Form jetzt erstmal annehmen müssen. Die Form von ihm kannte ich gar nicht. Nee, nochmal will ich nicht kämpfen. Oh, eine Trophäe. Ich habe jetzt gerade eine Idee gehabt. Was ist denn, wenn ich hier mal weiter runter hier? Ha, das liegt doch. Oh. Oh, shit. Wow. Scheiße, ich wollte da noch weg. Okay. Oh, eine Kiste. Den kenne ich, oh, der ist aus einer anderen Staffel. Aber ich will erstmal speichern. We'll be right back.
Ja, machen wir einfach mal kämpfen. Boah, Alter, der ist sehr schnell. Wollen wir damit immer mal spielen? Oh, fuck. Also so würde ich damals immer spielen. Ja, das ist ideal. Das ist so geil. Wow. Ich hab keine Energie mehr, so ein Scheiß. Was? Oh, shit. Extremo, okay. Das muss man doch irgendwie auch auswählen können. Muss man doch aber irgendwie aus... Komm, ich muss dich besiegen. Ich muss dich besiegen. Nee, ich muss dich besiegen. Oh ja. So. Schön auf Abstand halten. Schön ab. Ja. Und gewonnen. Erst hat er sich zu Wemon und dann zu Ex-Wemon verwandelt. Das muss man sich also irgendwie auch aussuchen können wohl. Oder ich hab das nur falsch mitgekriegt. Das ist Wemon und der hat sich aber beim ersten Mal nicht zu diesem Ex-Wemon entwickelt, möchte ich sagen. Okay. Turnier, ja. Okay. Was? Ach, ist wieder ewige Laber. Also mit den Karten, das ist jetzt... Du hast... Also mit den Karten, das ist jetzt für mich neu.
R1 ist Verteidigung. Großer Feuerhaken. R1 wilde Peitsche hier. Okay. L1 und R1 ist verwandeln. Ja komm, mach doch mal den Angriff. Ja, komm, schnell, 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 meine Angriff kommt hier doch runter. Toll, ich habe jetzt gedacht, ich kann was machen, aber war Energie weg. Okay, 600 EP. Denk mal, das werden sie in der neuen Serie denn genauer erklären, was das mit den Karten auf sich hat und wie das funktioniert. Die müsste jetzt heute oder gestern, nee, heute starten oder gestern gestartet sein. Thank you.
Fahr ein bisschen schnell. Weil du mein Freund bist, sagt er. Oh. Zeit garantiert verloren, wa? Ja, wusste ich. Ich will Revanche. Ich will Revanche. Kann doch nicht sein, dass ich hier so einen Käfer verliere oder was? Aber die Stelle scheint mir ja immer wieder anders zu sein. Wieso macht der immer besser als ich? Ist der doof? Mega Kill!
das? Wow, fuck. Wow. Na komm! Boah. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen. Geht doch. Ich will aber safe und das war. Ja. So. Jetzt haben wir hier eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde gespielt. Die Einleitung kommt ja auch noch dazu. Und ich würde gerne mit euch hier noch die Kampf und Training durchmachen. Würde ich aber dann gerne ein extra Video machen. Das werde ich jetzt auch gleich noch aufnehmen. Und ja, dann sehen wir uns, würde ich sagen, gleich im Kampfmodus. Und dann machen wir nochmal den Trainingsmodus. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.